Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video zeige ich euch, wie die Top 5 europäischen Ligen in der Saison 2020-2021 ausgegangen sind. Wer wurde Meister, wer wurde Pokalsieger, wer spielt nächstes Jahr international und wer wurde Torschützenkönig. Fangen wir an. In der französischen ersten Fußballliga, die Ligue 1, wurde LOSC Lille überraschend französischer Meister. Sie konnten sich mit nur einem Punkt Vorsprung und mit einem Sieg am letzten Spieltag die Meisterschaft klar machen. Somit wurde seit 2016-17 mal ein anderes Team außer Paris französischer Meister. Den Coupe de France, den französischen Pokal, holte durch einen 2:0-Sieg gegen AS Monaco der Tscheich-Club aus Paris. Für die Champions League-Gruppenphase qualifizieren sich Lille und PSG. Zittern muss AS Monaco, die in die Champions League Qualifikationsrunden müssen. In die UEFA Europa League, aka UEFA Emery League, kommt Olympique Lyon und Olympique Marseille. In die neue UEFA European Conference League Quali muss Stade Rennes. Die Torjägerkanone in der ersten Liga Frankreichs holte Kylian Mbappé mit 27 Treffern. In der deutschen ersten Fußballliga, die Bundesliga, wurde wie immer der FC Bayern München klar und verdient mit Abstand deutscher Meister. Ohne jegliche Konkurrenz oder Probleme holten sich die Bayern souverän die 9. Meisterschaft in Folge. Für das Double hat es dieses Jahr nicht gereicht, denn den DFB-Pokal holten die Borussia aus Dortmund. Für die UEFA Champions League haben sich der FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und neu dabei der VfL Wolfsburg für die Gruppenphase qualifiziert. In die UEFA Euroleague müssen Frankfurt und Leverkusen. In die neue UEFA Conference League Quali muss der erste FC Union Berlin. Torschützenkönig wurde Robert Lewandowski, der mit seinen 41 Toren in nur 29 Spielen den Gerd Müller 40-Tor-Rekord gebrochen hat. In der italienischen ersten Fußballliga, die Serie A, wurde Inter Mailand mit 10 Punkten auf Platz 2 klar und verdient italienischer Meister. Damit beendete Inter die Serie von Juventus Turin, die seit 2011 neunmal hintereinander den Scudetto holte. Den Coppa Italia holte nicht Inter Mailand, sondern es gewann Juventus Turin knapp mit 2:1 gegen Atalanta Bergamo. In die Königsklasse nächstes Jahr dabei sind Juventus Turin, Atalanta Bergamo, AC Mailand und der Meister Inter Mailand. In die UEFA Europa League kommt Lazio Rom und der SSC Neapel. Und in der Euro Conference League Quali ist der AS Rom. Die meisten Tore in der Serie A schoss Cristiano Ronaldo mit 29 erzielten Toren. In der spanischen ersten Fußballliga, die Primera División, wurde seit 2014 wieder Atlético de Madrid Meister. Den Copa del Rey gewann der FC Barcelona mit 4:0 gegen Athletic de Bilbao. Nächstes Jahr in der Champions League dabei ist Atlético Madrid, Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Sevilla und der Europa League-Sieger, das gelbe U-Boot, der FC Villarreal. Für die UEFA Europa League ist Real Sociedad San Sebastian und Real Betis qualifiziert. Weil sich der FC Villarreal durch den Sieg der Europa League direkt für die Königsklasse qualifiziert hat, wird kein spanisches Team in der neuen UEFA Conference League teilnehmen. Torschützenkönig wurde der GOAT persönlich Lionel Messi mit 30 Toren. Kommen wir zur letzten Liga von unserer Liste, die Premier League. In der Premier League wurde mit klarem Vorsprung Pep Guardiolas Manchester City mit 86 Punkten. Den FA Cup gewann Leicester City durch einen 1:0 Finalsieg gegen den FC Chelsea. Nächstes Jahr in der Champions League Gruppenphase dabei ist Manchester City, Manchester United, der FC Liverpool und der amtierende Champions League Sieger, der FC Chelsea. In die Europa League kommen Leicester City und West Ham United, aka Westchinken, vereinigt und Tottenham muss sich in der Europa Conference League Quali beweisen. Zu guter Letzt der Torschützenkönig, das wurde Harry Kane mit 23 Toren für die Spurs. So Leute, das war's mit dem Video. Welche Meisterschaft hat euch am meisten überrascht?
Wann wird mal ein anderes Team außer Bayern München Meister in Deutschland gefühlt? Ist es seit 3000 Jahren so? Ja, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram, da mache ich gerne Fußball-Top-Listen. Und ja, das war's mit dem Video und ciao.